Nacht vielleicht im Hochsicherheitsgefängnis Raft das Licht flackern sehen. Das lag nicht daran, dass einer der Insassen auf dem elektrischen Stuhl saß. Nein. Anscheinend ist jemand auf die gute Idee gekommen, dass der Wiederholungstäter Electro für Kost und Logis zahlen soll, indem er das Gefängnis mit Strom versorgt, um so Steuergelder zu sparen. Es verwundert mich, dass er Arbeiten ebenso hasst, wie das Rauben und Morden liebt. Also mussten sie wieder ans städtische Stromnetz. Wohl auch der Grund dafür, dass die Sicherung rausspringt, wenn ich Mikrowelle und Toaster gleichzeitig benutze. Taube im Visier. Bleib hier! Ich tu dir nichts! Fressen Tauben eigentlich Spinnen? Okay, scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Peter Parker könnte mal wieder Zeit im Labor verbringen. Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Doc liebt die.
Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Er sagt, durch sie bleibe er demütig. Das Gerät braucht zwei Teile, um zu funktionieren. Das erste ist eine typische Prothese, ein modulares System aus Mikrokabeln, das jegliche Form annehmen kann, was immer sich der Benutzer vorstellt. Elektro war mein erster Schurke mit echten Superkräften. Vorher gab es nur normale Typen in schicken Anzügen. Elektro war anders. Ganz anders. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen.